Aus Taipeh. In Rund um die Insel geht es jetzt weiter mit dem DAAD-Jubiläum und Elon Huang ist heute im Gespräch mit seinem Vater Dr. Pa Huang, der von seiner Erfahrung als DAAD-Stipendiat im Jahr 1964 berichtet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Das DAAD-Informationszentrum feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Nachdem wir in der vergangenen Woche von der Mitarbeiterin der ersten Stunde, Frau Peilan Dong, gehört haben, gehen wir heute noch weiter in die Vergangenheit zurück, nämlich in das Jahr 1964. Denn schon damals und auch ohne Informationszentrum vergab das DAAD Stipendien in Taiwan. Und einer dieser Stipendiaten war mein Vater Dr. Pa Huang. Tatsächlich war es wohl keine schlechte Idee, ein Informationszentrum zu eröffnen. Denn mein Vater erhielt damals zwar ein Stipendium, wusste aber anfänglich gar nicht, dass es vom DAAD war. DAAD habe ich damals gehört. Ich habe nur Degu Jiangxuejin oder Xide Jiangxuejin. In Deutschland habe ich Broschüre gekriegt von DAAD. Aha, da musste ich was DAAD. Deutsche Akademische Austauschdienst habe ich dann da kennengelernt. Und zu dieser Zeit war Vertretung von Deutschland Zhongde文化协会. Und da gibt es auch deutsche Sprachekurs. Und sobald ich in Taipeh, dann habe ich sofort in diesen Kurs eingegangen. Mein Vater fing aber nicht erst in Taipeh an, Deutschkurse zu nehmen. Zuvor war er zum Studium der Forstwissenschaft nach Taichung gegangen und hat dort angefangen, Deutsch zu lernen. Mit 18 habe ich Uni in Wuxindao in Taichung und dann ist 19, zweite Uni-Jahr, da haben wir Sprachkurs angeboten, Deutsch für Forstwissenschaft. Bis dahin war eigentlich früher japanische Zeit. Deutsche Sprache ist Pflicht, muss man 2 Jahre, 4 Semester lernen. Und als ich da war, die haben geändert, nicht mehr Pflichtfach, sondern Wahlfach. Da habe ich doch gewählt, weil in Forstwissenschaft viele ist Deutsche, deutschsprachige, also in Deutschland, Schweiz, Österreich. Da sind ja sehr viel da entwickelt. Da war schon früh wissenschaftliche Arbeit geregelt, nicht so durcheinander wie die andere Welt. Und dass viele Vokabel auskommt von da aus, etwa vor 300 Jahren, schon fängt an. In Schwabenländern, da sind also diese Wald und Schwarzwald oder diese preußische Wald, da sind alles Forstwirtschaft und Forst, verschiedene Methoden, da sind alles von da gekommen. Da habe ich ja Deutsch 2 Jahre gelernt. Und dann nebenbei habe ich in Taichung gibt es einen, der Jesuitenvater. Vater war sehr alt. Wir haben doch bei ihm gelernt. Er kommt aus Ungarn. Da mussten wir ihn vom Bett rausholen, weil er war in Peking. Als Kommunisten Chinesen kamen, man hat ihn im Wassergefängnis gesteckt. Und Bein ist kaputt. Hat er Glück noch nach Taiwan gekommen und lebte er in Taichung. Ich habe dann von ihm richtige Deutsch gelernt. Sonst war unser Lehrer eigentlich aus Hunan und sein Deutsch hat stark Akzent Hunan, Kowin. Glücklicherweise hatte er dann die Gelegenheit, in Taipeh am Deutschen Kulturzentrum Deutsch ohne Hunan-Akzent zu lernen. Später dann in Taipeh. Taipeh diese Zhongde文化协会, Deutschband. Und da ist der offiziell ist Jiang Weiguo. Ja, wie der Verbandchef. Und von deutscher Seite zu dieser Zeit war Martin Kim. Martin Kim, der damals in Taipeh, irgendwie hatte im Außenministerium irgendwas, da hatte in Taipeh den Job gekriegt und ich habe dann bei ihm gelernt. Bei Martin Kim handelt es sich übrigens um einen Sinologen, der 1959 im Auftrag des Auswärtigen Amtes als Leiter des Deutschen Kulturzentrums nach Taipeh kam. Und bei meinem Vater bestand tatsächlich schon früh Interesse an Deutschland. Ja, schon gerne. In Taiwan oder in China, in Japan, Deutschland hat in einem
Gebiet bis auf diese Hitlerzeit alles positiv Eindruck in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik. Und ja, als Schüler sind wir ja schon oft gehört von Lehrern, was Deutschland betrifft, also Technik, Wissenschaft und Medizin auch, vor allem Medizin, Medikament, Deutschland immer die Beste. Anfänglich war es aber gar nicht so klar, dass mein Vater nach Deutschland gehen könnte. Aber zu dieser Zeit ist kaum Möglichkeit nach USA, nach Deutschland, nach Frankreich. Da fehlt doch alle Geld. Aber er wollte es trotzdem versuchen und er hatte Glück. Ja, langsam habe ich dann Besuch gemacht in Deutschland, Studium, Forst. Wenn nicht, da bereite ich auch in den USA. Da gibt es schon überall Uni-Stipendium. Man hört ja, aber Deutschland wenig, hört man gar nicht. Da ist ja wenig Kontakt, weiß man nicht. Aber jetzt inzwischen weiß ich, oh, Deutschland hat so viel Stiftung. Aber dann im deutschen Sprachkurs, da habe ich von ihm, erfahre ich, aha, da ist was, da kann man irgendwas. Da habe ich fleißig gelernt und ja, da muss man wahre Prüfung und Fachgebiet prüfen. Dann weiß ich also sehr viel deutsche Ausdruck, ne? Femelschlag, Schirmschlag, Karlschlag, Blinderwald, Forst, Wirtschaft und so weiter. Da habe ich Gott sei Dank geschafft. Da werden jedes Jahr ungefähr 8 Leute aufgenommen. Natürlich war ich sehr froh, Gott sei Dank. Und monatlich kriegt man 400 D-Mark. 400 D-Mark pro Monat, war das denn genug? Ja, sehr gut. Ich konnte also ab und zu ein bisschen Geld nach meinen Eltern schicken. Tja, andere Zeiten. Doch bevor es dann wirklich nach Deutschland ging, gab es noch die eine oder andere Herausforderung. Ich konnte gar nicht mit dieser anderen 7 zusammen im Schiff dahin, ne, nach Marseille. Wegen Militär. Militärausbildung damals muss also. Er weiß, dass er also mit Militärausbildung geleistet hat, ins Ausland studiert. Sogar hohe, ältere Außenministerium, Beamten müssen auch das machen. Da sind welche schon 40, 50 Jahre. Die müssen dann in Fußingang, Sonderkurs. Ein Kurs, einige 10 Leute. Dann haben wir da das Militär stundenlang, jeden Tag saß da im Hörsaal und man hört nur, Politoffizier und solche Dinge. Sogar uns auch gezeigt, wie man heimlich Brief aufmacht. Und der Einbar Jan Jingo zählt was. Mein Vater konnte eben deshalb nicht mit dem Schiff fahren, weil sein spezieller Militärdienst 2 Monate gedauert hat. Und das hätte dann zeitlich mit dem Schiff nicht mehr geklappt. Diese Militäruniversität in Fuxingang im Norden von Taipeh, in der mein Vater zum Politoffizier ausgebildet wurde, gibt es auch heute noch. Und man hat dort auch Deutschunterricht. Dann ging es aber endlich los nach Deutschland, und zwar mit dem Flugzeug. 13. Januar in Frankfurt gelandet. 2 Tage davor von Taipei abgeflogen. Flugzeug bis Frankfurt. 8 Stationen habe ich Pause gemacht. Jede Strecke so 2 Stunden, 3 Stunden. Frankfurt angekommen ist minus was, 10 Grad oder über 10 Grad. Da habe ich am Flughafen zu Fuß bis Halle laufen. Links, rechts, alles Schnee. Habe ich erstes Mal mit Hand Schnee gepackt und dann am selben Tag, 7 angekommen und dann Zug etwa Mittag von Frankfurt nach Radolfzell. Im Zug habe ich erstes Mal deutsches Essen gegessen. Boah, das war so teuer. 5 D-Mark. Mensch, da in Taipei kann man 5 Mahlzeiten essen. Das war so ein gewaltiger Unterschied. Ein Bockwurst, Salzkartoffel, ein paar Erbsen, glaube ich. Das sollte nicht die letzte deutsche Mahlzeit meines Vaters bleiben. Er studierte Forstwissenschaften in Süddeutschland, erhielt seinen Doktortitel und zog dann mit meiner Mutter von Süddeutschland nach Norddeutschland, wo er dann nicht nur beruflich als Forstwissenschaftler tätig war, sondern bis heute auch privat seinem Interesse am Wald nachgeht. Steht mein Elternhaus doch in einem kleinen Dörfchen mitten im Wald. Und beim DAAD hat sich natürlich einiges getan seit dieser Zeit. Wie gesagt, gibt es heute das DAAD-Informationszentrum, wo man sich präzise und speziell Informationen zum Studium in Deutschland holen kann. Aber auch natürlich die Zahl der Studenten, die nach Deutschland gehen, ist stark angestiegen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilon Huang. Und das war das heutige Programm von Radio Taiwan International. Sie hören uns hier morgen wieder zur gleichen Sendezeit.